Guten Morgen. Der beginnt gleich mit so einer klasse Aussicht. Wahnsinn. Ich bin hier in Burg mit GK. Da unten ist die zugehörige Burg dazu. Da unten ist die Bleiloch-Talsperre. Ja, sieht doch klasse aus. Auch im Regen. Ja, es regnet immer noch. Aber es ist nur noch Nieselregen. Ich hoffe, dass es irgendwann mal aufhört. Aber auch mit diesem Nebel dazwischen, das sieht doch trotzdem klasse aus. Ich habe heute auch noch Lust auf mehr. Ja. Ich bin schon 12 Kilometer gefahren von Saalburg und ja, von da hinten bin ich gekommen. Die erste große Steigung habe ich schon hinter mir. Aber es gibt schon eine Neubaustrecke, die ist leider noch nicht ganz fertig. Die konnte ich noch nicht benutzen. Die wird dann mal hier rumführen bis zur Staumauer. Ja, dann spart man sich diesen ordentlichen Anstieg von Grevenbad hier hoch. Von da hinten bin ich hier gekommen. Ah, ich bin leider zu früh, aber ich finde es klasse. Heute habe ich auch noch wieder was vor. Es wird auch wieder runtergehen zur Staumauer. Dann geht es wieder um die Ecke, dann wieder hoch und so weiter und so fort. Also es wird heute wieder nicht ganz einfach werden. So, ich habe mir vorgenommen, so erstmal bis Saalfeld zu fahren, Rudolfstein. Irgendwo da die Ecke, das ist so mein Ziel heute. Aber das ist auch schon ein super Start. Doch, und ich hoffe, es geht so weiter und ihr habt auch noch Lust drauf. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei. Jetzt bin ich unten, gerade eben noch da oben, aber echt tolles Bild wieder hier, echt klasse. Und jetzt stehe ich hier auf der Staumauer, schön abgefahren. Ich bin froh, dass ich jetzt Scheibenbremsen habe. Ich glaube, das ist auch besser so bei dem nassen Wetter, aber es nieselt fast gar nicht mehr. Oh, vielleicht habe ich ja noch Glück des Rest des Tages. Und ist ja so ein riesiger Stausee, aber richtig hoch ist die Mauer jetzt auch nicht. Ziegenrück ist eigentlich auch nicht so weit, aber wie gesagt, da kommen auch wieder Steigungen. Traumhaft, oder auch bei diesem Wetter. Alter, die nächste Staustufe hier und es sieht wieder so klasse aus. Auch in die andere Richtung, nicht schlecht. Sehr begeistert bin ich. Also diese Anstrengungen dazu, aber die Landschaft ist echt einmalig schön. War das so schön am See. Und dann zack, Linkskurve. 15% hoch. Oh. Geht noch erstmal so weiter. Puh. Anstrengend. Aber wunderschön, oder?
gerade ein sehr, sehr schöner Abschnitt zwischen Walsburg und Ziegenrück. Direkt hier an der Saale. Wunderschön, sehr gut zu fahren. Und nach 11 Uhr, Zweitfrühstückszeit. Und hier ist gerade, wie viele Male schon in Thüringen gesehen, ein überdachter Platz. Und Regenklamotten habe ich auch aus. Es tropft eigentlich nur noch von den Bäumen. Ich riskiere es jetzt endlich mal, das mal auszuziehen. Ja, und dann kommt auch gleich Ziegenrück. Das ist nur noch ein paar Meter von hier. Aber ich muss jetzt erstmal noch mal was essen. Ziegenrück bin ich durch. Jetzt geht's, glaube ich, wieder stark bergauf. War doch ganz easy. 2 Kilometer, 8 bis 10%. Hier hoch nach Paska. Was soll ich sagen? Es nieselt schon wieder. Aber egal. Jetzt geht's runter zur linken Mühle. Da gibt's eine Fähre. Jetzt bin ich auf der Fähre. Ja, klasse. Einfach klasse, diese Tour. Eine Fährfahrt, die ist lustig. Ja, das war kurz. Sehr schön. Ja, und was war? Die haben mich schon mal gewarnt vor der nächsten Steigung. Hey, 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 hey. Ja, ich weiß, jetzt kommt eigentlich die letzte ganz, ganz harte Steigung. Die werde ich auch noch bewältigen. Schade, dass die Sonne nicht scheint. Das ist so schön hier. Aber ist doch jetzt auch schon schön, oder? Ich bin jetzt bei Kilometer... Ich habe geschafft 32. Bin jetzt dort. Und jetzt geht das hier hoch. Und dann geht's abwärts hier unten. Dann wird das etwas leichter, aber auch dahinter kommen noch ein paar Steigungen. Aber das Heftigste habe ich dann überstanden. Saalfeld, 36 Kilometer noch. Hört sich wieder so wenig an, aber naja. Hier ist auch echt schön hier. Und überall Fische, alles voll. Ich schätze mal, der Hecht greift ja gerade die kleinen Fische an. Oh, Natur pur, wunderbar. Das ist auch jetzt der Stausee Hohenwarte. Ich glaube, das ist sogar schon der drittgrößte Deutschlands. Aber ich kann mich täuschen.
bin jetzt oben. Ja, und es regnet wieder. Toll. Ja, die Stimmung kippt ein bisschen. Eigentlich habe ich Bock, aber jetzt wird und wird nicht besser. Wahrscheinlich grandiose Aussicht. Einmal ist man hier und dann so ein Wetter. Oh, ja, das ist echt, naja, ich sag da nichts mehr zu. Aber dieser Anstieg jetzt, das war eigentlich der leichteste von allem bis jetzt. 6%, 6, 7% ging das hier hoch. Überhaupt gar kein Problem. Die anderen waren alle viel, viel steiler. Und jetzt hoffe ich, ja, erstmal wieder bergab geht, runter zur Talsperre, wie immer. Wenn man hochfährt, muss man auch hier wieder runter. Hier in der Abfahrt habe ich aber eine richtig Ladung verloren. Hier lag schon alles auf der Straße, Rigipsplatten, also scheiße. Ich bin schon die ganze Zeit was beiseite zu räumen. Eine gute Tat mache ich gerade. Ich hoffe, das wird nochmal belohnt mit dem Wetter, dass es besser wird. Aber zur Ladungssicherung gehört auch ein Netz. Und sowas liegt hier auch auf der Straße rum. Mann. Aber ich kann es nur nicht jetzt mitschleppen. Ich schmeiß das hier an der Kante. Da liegt das immerhin sicher. Ich bin hier wieder unten. Die Auffahrt hatte sich von dem Dorf da oben noch ein bisschen hingezogen, bis das dann endlich runterging und dann diese ganze Sachen da auf der Straße, Mann. Man wird überholt in Kurven, die nicht übersehen können. Da hätte auch was passieren können. Aber Leute, wir haben nur ein Leben. Da kann man noch mal ein bisschen aufpassen. Ja, aber das hier entschädigt ja auch wieder für die ganzen Anstrengungen und dieses miese Wetter. Trotzdem ist schön. Klasse. Saarburg ist auch nicht mehr so weit. 20 Kilometer höchstens noch. Aber das Größte habe ich bis jetzt geschafft. Aber schön, wenn man wieder hier ist, ist alles wieder vergessen. Oder? Wunderschön. Dann geht es gleich mal weiter. Zur Staumauer, glaube ich, komme ich auch noch. Ich bin jetzt hier in der Staumauer. Ja, das war's jetzt mit diesem Stausee. Schön ist es ja hier, aber ich muss sagen, alter Schwede, das muss ja ein Angelparadies sein. Hier wimmelt das von großen Fischen, die jetzt hier jagen. Überall, oh, dahin, alles voll hier. Leute, habt ihr hier vergessen zu angeln? Das wimmelt nur so hier. So habe ich das auch noch nie gesehen. Ja, anscheinend wird hier nicht geangelt. Das muss ja wohl ein Geheimtipp sein. Aber sehr, sehr schön. Jetzt geht es aber abwärts. Hoffentlich abwärts. Weg von der Staumauer, runter wieder an die Saale. Thank you.
Und schon wieder die nächste Steigung. Aber ist ja immer toll hier oben. Aber muss das denn sein? Da unten ist auch so eine schöne Straße. So eine viel befahrene. Aber da kann man auch einen Radweg bauen, oder? Naja, aber schön ist es. Das Maßband möchte ich mal sehen, was sie daran gehalten haben. Das waren über 8% und auf 400 Meter. Also das stimmt überhaupt nicht. Aber jetzt geht's runter nach Saalfeld. Von wegen, man hat's geschafft. Oh, Leute. Es geht wieder hoch. Saalfeld ist jetzt hier erreicht. Ich bin wieder hier an der Saale. Endlich ist alles flach. Ja, man kommt jetzt hier raus aus den Thüringer Schiefergebirge. Das war's. Aber vielleicht noch nicht ganz mit allen Steigungen, aber das Gröbste hat man jetzt. Das ist echt ein Stück. Das muss man sich jetzt überlegen, ob man das abfällt. Landschaftlich sehr toll, aber echt schwer. Boah, aber ich werde noch weiterfahren, denn es ist noch recht früh. Ein bisschen geht auf jeden Fall noch. Mal sehen. Rudolstadt, das mache ich auf jeden Fall, glaube ich, noch. Bei Ruderstadt, kurz davor, habe ich überlegt, eigentlich bisher nur die Gebirge hier, nur im Regen gefahren, grau, kaum zu sehen. Eigentlich ein bisschen schade, dachte, hier könnte man noch gut bleiben. Ja, schön ist es hier auch, bis auf die Papierfabrik da gerade eben. Naja, da habe ich gedacht, vielleicht bleibst du doch hier. In Saalfeld waren wir noch ein bisschen früh. Eigentlich der Zeltplatz, das will ich doch vielleicht sehen. In Bad Blankenburg ist etwas abseits. Ja, da ist auch ein kleiner Campingplatz. Der schwarze Radweg ein bisschen hoch. Ich guck mal,
ob ich hier noch was kriege. Mal sehen. Blankenburg bin ich jetzt hier. Schöner Weg an der Schwarza hier hoch. Ja, mal sehen, ob ich was kriege, ob ich da sein kann oder nicht. Ja, werde ich sehen. Das war ja wohl ein Satz mit X. Das ist eigentlich mehr ein Caravan-Stellplatz. Und dazwischen den Caravan zu zelten, das macht ja auch keinen Spaß. Keine Zeltwiese, so eine Scheiße. Na, mal sehen, was ich jetzt mache. Der nächste ist jetzt noch 20 Kilometer weit weg. Ist auch wieder nur so ein ganz kleiner. Ich glaube, mit Zelten, das soll diesmal nicht sein. Ich glaube, dann werde ich wohl wieder hier eine Pension suchen. Naja, soll nicht sein. Klappt halt nicht immer. Das ist einfach zu schön hier, um was links liegen zu lassen. Und blauer Himmel, ja, ja, morgen soll es echt richtig toll werden. Heute war es nicht so toll, die Stimmung war ja doch ab und zu dann doch im Keller nachher. Aber nachher habe ich mich doch noch gefangen. Aber als ich hier war, und das hat mit dem Campingplatz nicht mehr geklappt, da war ich jetzt fertig, da wollte ich hier bleiben. Habe mir dann ein Zimmer gesucht und dann hat das auch geklappt. Nur die ersten Wespen, ja. 83 Kilometer waren das heute bis Bad Blankenburg und 1100 Höhenmeter waren es wieder, Wahnsinn. Aber jetzt habe ich gegessen und ich dachte, ah, hier ist so ein schöner Radweg rein. Den muss ich mitnehmen und man sieht das, das ist echt toll. Also hänge ich jetzt echt noch richtig mal was dran. Wie viel, werde ich sehen. Kaputt, anscheinend bin ich es nicht. Leute, was ist das? Die Sonne! Endlich ist sie da. Ja, es hat sich doch nochmal gelohnt, hier hochzufahren oder hier reinzufahren. Ja. Und dann auch noch ohne Gepäck. Das fährt sich aber irgendwie total anders, fast wie auf rohen Eiern. Da muss man sich da auch gleich wieder dran gewöhnen. Das ist echt komisch, aber es ist so schön hier. Das ist ja echt ein Geheimtipp hier.
Und nochmal ein kleines schickes Örtchen hier mitten im Thüringer Schiefergebirge. Schwarzburg heißt das, nicht Schwarzenburg. Ich habe, glaube ich, Schwarzenburg gesagt. Ja, das war nochmal 10 Kilometer hier hoch. Aber ich bin jetzt doch froh, das gemacht zu haben. So viele Höhenmeter waren das jetzt nicht. Es war ziemlich easy, aber wunderschön. Und natürlich bei diesem jetzt doch klasse Wetter noch. Ja, hat es Spaß gebracht. Ja, der Rest des Tages war ja nicht so toll vom Wetter her, aber ich hab's gepackt. Die schwierigen Steigungen sind hinter mir. Es kommen natürlich noch ein paar, aber das Große und Ganze ist vorbei. Boah, wenn ich mich jetzt ranhalte, 2,5 Tage, 3 Tage, wäre ich wieder beim Auto. Wenn ich ganz, ganz viel Gas gebe, sogar in 2, aber das will ich jetzt nicht. Boah, was ich morgen mache, wohin ich morgen fahre, wo ich lande morgen, das werde ich sehen. Also ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei. Also danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Also, moin, moin.